Yoho Animal Crossing Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Animal Crossing New Leaf, Igelbau. Huch, da ist direkt ein Kreuz vor unserem Briefkasten. Das ist suspekt, nachher ist das eine Falle, direkt vor unserem Briefkasten. Nein, das war nur ein Fossil. Was macht ein Fossil direkt vor unserem Haus? Haben die denn da nicht im Vorfeld gut genug Bauarbeiten betrieben und Fundament gelegt für einen Keller und so? Und haben die da nicht Ausgrabungen gemacht? Das erscheint mir sehr, sehr verdächtig. Und was ist das hier für ein Brief? Wir haben einen Brief gekriegt. Oh, von Brigitte. Ich grüße dich, Chillian. Vielen Dank, dass du meiner Geburtstagsfeier beigewohnt hast. Obgleich ich ungern älter werde, freue ich mich doch über eine Feier mit meinen besten Freunden. Beste Grüße, Brigitte. Ja, danke, Brigitte. Und sie hat mir sogar ein Geschenk gegeben. Das ist aber ungewöhnlich jetzt. Also ich meine... Oh, ein Einser-Shirt. Na, das ist ja jetzt 1A, wie ich aussehe. Erster! Oh Gott. Wenn die einzigen Kommentare unter diesem Part auch wieder nur aus erster Kommentaren bestehen, drehe ich, glaube ich, durch. Ich glaube, dann werde ich bekloppt. Ja, ja, das kann sein. Tafel brauche ich nicht. Die Pauke wollte ich ihr ja eigentlich schenken, habe aber was Besseres gefunden. Das Fossil müssten wir mal Eugen bringen. Die Pharao-Maske wollte ich zu Hause ablegen. Ja, dann wir gehen jetzt mal kurz hoch zu Doris, pflanzen den Baum. Und bringe dann ein paar Sachen nach Hause. Und dann müsste ich wirklich endlich mal so langsam, aber wirklich richtig, wirklich echt, aber sowas von, aber wirklich so langsam echt mal, aber ganz bestimmt auf jeden Fall die Bäume abernten. Natürlich offscreen. Ist ja nicht so spannend, dabei zuzugucken, wie ich da durch die Gegend renne und an den Bäumen schüttle. Und nachher fällt dann wieder ein Nest von irgendwelchen grauenvollen Bienen auf mich drauf und... Dann trage ich mein Pflaster wieder nicht nur als Dekoration. War schon ganz schön unangenehm, was uns da widerfahren ist. Oh, eine Grille. Na dann zirp mal schön da drauf. Hey, spring mir jetzt nicht in die Wohnung. Danke. Hat doch mal einen Abdreher gekriegt. Schlimm, schlimm ist das. Ja, so schick ist das jetzt eigentlich auch nicht da. Na gut. Weglegen. Kann ich die Pauke? Die hätte ich nämlich selber gerne. Das ist was für Eugen. Ich glaube, der hier auch. Aber die Karpfen nicht. Die, glaube ich, können alle weg. Und der Barsch auch. Ich bin mir nicht sicher. Ich heb mal welche auf. Die Pharaonenmaske wollte ich auf jeden Fall behalten. Weil damit konnte man irgendwie glitschen. Und das wollte ich verkaufen. Ich glaube, ich sammle mal wieder die Sachen, die ich Eugen vorbeibringen will. Das macht mehr Sinn. Dann müsste ich dafür mal wieder ein Fach anlegen. Dann machen wir hier das letzte Fach damit. Ich weiß nicht, ob wir diese Fische ihm schon gebracht haben. Ob ich die deswegen im Inventar, weil ich ihm die anderen Sachen abgegeben habe. Es kann sein, ne? Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Och, wie schnell man seine Erinnerungen verliert. Ey, ich bin wie so eine Dori. Ich bin wie so eine Dori. Ey. Man muss echt aufpassen, dass ich nicht mich einfach mal verlaufe aus Versehen. Und dann nie wieder nach Hause fände. Ein paar Leute von euch haben geschrieben... Dass es doch aber total viel Sinn machen würde, die Dorfbewohner, die ich jetzt nicht so mag, wie zum Beispiel Gruselrollo, der jetzt auch noch die gleichen Klamotten trägt wie Tristan und Hauke, wenn ich die durch diese Amiibo-Möglichkeit aus meinem Dorf vertreibe sozusagen. Aber nein, ich finde, wenn das eure Meinung ist, ist es ja schön, da könnt ihr ja dann glücklich und zufrieden damit sein, dass das ja für euch so in Ordnung ist. Aber für mich gehört nicht die Gestaltung meines Dorfes zum Hauptcontent damit dazu nur, sondern auch die Dorfbewohner in meinem Spiel gehören mit zum gesamten Gameplay. Die sind ihr Charakter, ihre Fähigkeiten, ihre Interaktion, die lustigen Erlebnisse, die man mit ihnen hat. All das gehört für mich... zu einem festen Bestandteil des Spiels mit dazu. Und wo wäre denn der Witz und die Spannung und der Humor, wenn man nicht mal Dorfbewohner hat, die überraschenderweise zu einem kommen? Die etwas anders sind, die ein bisschen verrückt sind oder gruselig oder seltsam. Ich möchte auch weiterhin, dass wir in Igelbau große Spannung erleben mit den unterschiedlichsten lustigen neuen Dorfbewohnern. Hallo Doris! Hallöchen, Chillian. Das Wetter ist ideal für einen Spaziergang, Wauwau. Tja, wolltest du etwas Bestimmtes? Ach, wie läuft Sigizi stets? Neulich sollte ich was für Brigitte besorgen. Und dann habe ich vergessen, es ihr zu bringen. Meinst du, du könntest es für mich ausliefern? Kein Problem, Doris. Oh, fantastisch. Damit hilfst du mir wirklich weiter. Hier, ich habe es auch schön eingepackt. Ist ja wirklich toll, wenn du das heute noch ausliefern könntest. Danke nochmal für deine Hilfe. Na klar doch. Für dich tue ich doch alles.
ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel halt uns die Angela in die Stadt geholt und so. Das soll aber halt alles, soll so nicht so viel sein. Und abgesehen davon gibt es doch bald diese neuen Amiibo-Karten mit diesen ganz besonderen Bewohnern. Und die wollen wir doch auch dann in der Stadt haben. Und nachher holen wir uns Leute in die Stadt, von denen wir uns nicht mehr trennen können und so. Wenn man nicht ein kleines bisschen Herzblut in seine Dorfbewohner steckt, sondern das Ganze nur als, ich möchte das Maximum haben in diesem Spiel sieht, dann wieso spielt man es dann? Dann kann man doch auch gleich, keine Ahnung, Glücksspiel an so einem langweiligen 7-Automaten da spielen und so. Ich finde, der Reiz dieses Spiels macht es aus, dass man tatsächlich Emotionen und Gefühle in dieses Spiel investiert. Das ist doch nicht schlimm. Oh, Celia, schön, dich in meinen bescheidenen vier Wänden begrüßen zu dürfen. Komm ruhig rein. Womit kannst du behilflich sein? Ich habe hier eine Lieferung von der Doris für dich. Die sollte irgendwas besorgen. Oh, was ist es denn? Ja, ich weiß auch nicht. Das hat sie mir nicht gesagt. Aber das ist von Doris und die sollte dir das besorgen. Oh ja, es hat Doris gebeten, mir das zu besorgen. Dann wollen wir das jetzt doch mal sehen hier. Oh, hervorragend. Das habe ich, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ein Dschungelpulli. Oh, wie süß. Ist gesehen, neue Kleidung macht mich immer äußerst euphorisch. Doch jedenfalls, Jillian, wieso nimmst du nicht dieses Jahr Zeichen meiner Dankbarkeit? Bitte schön. Ein Pulli von der Brigitte. Das sieht ja sicher ausgezeichnet. Es ist ein 80er-Pulli. Wie viele Pullis du dabei hast, Brigitte? Wie sehe ich damit wohl aus? Ach ja, gar nicht mal schlecht. Aber was ist dann daran ein 80er-Pulli? Also, der kommt ja aus den 80er-Jahren. War das Trend damals? Ist das so? Soll das so? Ich liebe ihre Wohnung. Die ist cool. Und sie hat meinen Massagestuhl aufgestellt. Hm. Wiedersehen, Brigitte. Sie hat meinen Massagestuhl aufgestellt, den ich ihr geschenkt habe. Das war mein Geschenk. Ja, viel verkaufen kann ich jetzt. Oder? Ja, vier Sachen sogar. Ja, mal gucken. Wir haben sogar unseren Geldstein heute gefunden. Ach, guck mal, die Inga ist zu Hause. Können wir mal vorbeischauen. Wo wir doch diesem armen Huhn an Halloween so auf die Nerven gegangen sind. Wiederholt, immer wieder, tausendfach, mehrfach. Was kriegst du denn für einen schicken Pullover? Ist ja fesch. Ich grüße dich, Fremder. Moment, Killian, du bist tatsächlich wieder aufgetaucht. Wir haben seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr miteinander geredet. Du ignorierst mich doch nicht, oder? Du musst mich unbedingt wieder einmal besuchen kommen. Es wäre mir eine große Freude. Ich bin noch gerade da zu Besuch, dummes Huhn. Jillian, wie kann ich dir weiterhelfen? Dudel, dudel, gog. Reden wir ein bisschen. Ich bin mit Hauke verabredet. Jedoch traue ich dem Wetter nicht recht und Hauke eigentlich auch nicht. Schon die geringste Feuchtigkeit würde das Ende dieser formidablen Frisur bedeuten. Federn sind nämlich sehr schwer zu frisieren. Dudel, dudel, gog. Jillian, deine Mähne sieht vergleichsweise resistent aus. Würdest du Hauke herholen? Je früher, desto besser. Jedoch bräuchte ich ihn spätestens in einer Stunde. Ich will ihn nämlich kochen. Ich will mit ihm kochen. Wäre das möglich? Ja, okay. So von Vogel zu Vogel. Weißt du, Pinguin und Huhn. Sie gibt bestimmt nur die ganze Zeit lang an. Ich kann fliegen und du nicht. Hast du mich nur deswegen hierher bestellt? Ja, Dudel, Dudel, Gork. Ich gehe wieder. Genau, das so wird's ablaufen. Alles klar, mache ich. Ausgezeichnet, Jillian. Du bist wirklich sehr hilfsbereit. Bitte vergiss nicht, dass dir nur eine Stunde bleibt. Die Zeit drängt. Dudel, dudel, gog. Ach, ich liebe unser Dudelhuhn. Auf Wiedersehen. Und ich mag ihren Charakter. Seht ihr, solchen Bewohnern muss man erstmal eine Chance geben, sie näher kennenzulernen. Sie ist zu uns gezogen, in unsere Stadt, aus freien Stücken. Nicht, weil irgendein Geist sie dazu gebracht hat oder so. Ach, schau mal. Unsere Angela ist zu Hause. Da wissen wir doch noch gar nicht, wie es innen drin aussieht. Lass uns mal schauen, wie es bei Angela innen drin in der Wohnung aussieht. Ich meine, da waren wir noch gar nicht. Du wohnst in einem Badezimmer. Das ist ja süß. Oh, es duftet nach Parfüm. Mhm. Ja, das ist eine interessante Wohnung, Angela. Kann man ja nicht anders sagen. Wie schneit für denn da ins Haus? Schön, dich zu sehen, Jillian. Oh, wolltest du was Bestimmtes? Plaudern wir ein bisschen. Zu meinem Glück fehlt mir einzig noch eine Flussgrundel. Möchtest du für mich die Scheine fangen, Jillian? Die sind doch wahrscheinlich selten geil oder sowas, ne? Fang ich dir gerne. Oh, das ist ja wunderbar, Ding Dong.
Werde ich garantiert nicht machen. Ich wette, ich ziehe keine Flussgründe aus dem Fluss. Ich habe nämlich gestern schon geangelt, aber man kann es ja mal versuchen. Ich werde zumindest einmal meine Angel in den Fluss halten. Hauke! Nicht, dass ich habe nicht gedacht, dass ich mal denke, dass ich mal das sagen würde. Ah! Gott, da ist er ja. Du hast mich gerufen. Mann, oh Mann, Jillian. Siehst echt fit aus heute, Slushy. Was liegt an? Ich erhole dich ab, Wie? Inga will was von mir? Ständig will irgendwer was von mir. Kennst du dieses Gefühl? Und nämlich werden hier doch alle aufgeschmissen. Was soll's, geh voraus, Jillian. Ich bin der Bürgermeister. Ohne mich werden hier alle aufgeschmissen. Du bist auch ganz schön arrogant, kann das sein? So, hier, da, rein mit dir. Inga, ich hab den Satan, ich hab den Pinguin geholt. Der ist auch total gut gelaunt. Ja, viel Spaß euch zweien. Ich grüße euch, schön, dass ihr kommen konntet. Du hast echt Nerven, Jillian durch die Gegend zu hetzen, nur mich herzulotsen. Ich hoffe, dass wenigstens was Wichtiges anlegt, Inga. Ich habe etwas für dich. Hier, hast du nicht mal nach so etwas gesucht? Ich bin rein zufällig beim Einkaufen darüber gestolpert und musste an dich denken. Oh, wie süß von ihr. Ein Linienshirt? Für mich? Das ist nett von dir. Ich meine... Na schön, ich nehme es an, aber nur damit es nicht bei dir in die Ecke einstaubt. Sonst noch was? Gut, dann gehe ich wieder. Wiedersehen. Sie hat an das Linien-Shirt gedacht, das ich mir schon immer gewünscht habe. Oh mein Gott, das ist so toll. Ich bin sehr erleichtert, dass unser Treffen stattgefunden hat. Diese Sache ließ mir keine Ruhe. Selbstverständlich erhältst du auch eine Belohnung von mir, Jillian. Hier, diese Streifenstange. Ui, toll. Hab ich mir immer schon gewünscht. Sehr liebenswürdig von dir, Jillian. Ich stehe in deiner Schuld, Todelgog. Toll, ich habe eine Streifenstange bekommen. Ich fühle mich jetzt sowas von... Inga merkt auch nichts, ist so der Typ Freundin so. Ich mache alles für meine Freunde. Und meine Freunde lieben mich dafür. Was, obwohl alle so fürchten, so, oh, häkel bitte nicht noch so ein Pullover für mich. Sie so, oh, ich häkel meinen Freunden alle zu Weihnachten einen wunderschönen Pullover. Oh Gott, das Rollo. Hallo, Hauke. Solche Momente und solche Augenblicke könnten gar nicht passieren, wenn wir die ganze Stadt irgendwie nur mit so niedlichen Knuffi-Puffi-Bewohnern vollstopfen. Das werden wir nicht tun. Wir überlassen das hier dem Schicksal. Das macht das Ganze erst spannend. So, und wenn er mit einem Problem hat, kann gehen. Da ist die Tür. Jo, Streifenstange. Oh, die ist eigentlich ganz cool. Oh, irgendwie hat das dem Zimmer noch gefehlt. Schön bunt, nur der sieht komisch aus. Aber das finde ich cool. So finde ich unser Zimmer auch ziemlich bunt und cool. Bräuchte nur mal bessere Lampen. Weil die hier ist ja voll die Funzel, ne? Ich hätte eigentlich gerne Euphemia mal hier, aber da müssen wir richtig warten, bis es so dunkel wird, dass sie wach wäre. Wenn sie wach wäre. Eigentlich haben wir Euphemia noch gar nicht in der Stadt. Weil, hallo Doris, hallo Tristan. Na, was los, Tristan? Weil du immer so nett zu mir bist, habe ich ein Geschenk für dich. Es ist eine Milchkanne. Oh, die Katze schenkt uns eine Milchkanne. Bitte sehr, viel Spaß damit. Ja, wenn du freust dich. Irgendwie finde ich, dass diese Milchkanne genau zu dir passt. Oh, danke dir. Kann ich gleich verkaufen gehen. Nein, ich glaube, die behalte ich sogar. Wir könnten noch zu Samselt gehen. Lass uns zu Samselt gehen. Wir waren schon eine Weile nicht mehr bei Samselt. Ich bin mal nicht gegen einen Baum gerannt. Ich bin froh, das ist toll. Stimmt. Wir sollten ja auch mal zum ADHS-Dingsbums zum Nein, dann zu dem Musterhaus. Und wir könnten mal gucken, ob wir hier eine neue Fassade finden, die cooler ist als unsere aktuelle Fassade. Eine bessere Tür vielleicht auch. Willkommen, willkommen. Klinkerfassade. Die Tür hier ist schön. Aber ich möchte halt jetzt doch so langsam etwas gen Richtung... Vielen Dank. In Richtung... astrologisch, astronomisch, spacey gehen.
Spacey, Spacey wäre nämlich voll spicy, spicy. Ich fände das gut. Hi, Samsel. Na, wie geht's dir so? Oh, wir haben noch geschlossen. Oder möchtest du etwas mit Simses und du? Habe ich Essen dabei? Wirklich so an sich, wie sehr ich mich freue, dass du mir was mitgebracht hast. Stimmt, ich hatte die Orange wegen ihm gerade aufgehoben. Ich hatte schon überlegt, hatte ich sie wirklich aufgehoben oder war das nur mein Vorhaben? Oh, was ist es denn? Ja, eine Orange, was anderes gibt's gerade nicht. Eine Orange? Hey, die ist echt, sieht super lecker aus und so, weißt du? Nom nom. Ist für mich gleich so viel besser. Naja, also erstmal vielen herzlichen Dank. Und ich bereite dann für diesmal wieder einen Spitzenwitz vor. Viel Spaß, Mann. Danke, danke, ihr seid ein tolles Publikum. Vielen, vielen Dank. Auch heute ist Dr. Samsels Praxis offen für Gefühlsausbrüche. Mein Herzschmerzwitz ist genau die richtige Medizin, wenn du das Lächeln ins Herzen leidest. Weißt du, ich habe nie vergessen, wie mir zum ersten Mal jemand das Herz gebrochen hat. Damals war ich noch klein. Samsel, der Kindergartenkabarettist. Zum Valentinstag sollten wir uns gegenseitig Karten schreiben. Und ich schrieb mit so viel Gefühl. Die Karte sollte an ein Mädchen gehen, das ich wirklich mochte. Ich schaute ihr heimlich zu, wie sie die Karte aufmachte. Und dann lachte sie laut los. Sie sagte, sie hätte noch nie etwas so Lustiges gesehen. Nur dieses einzige Mal in meinem Leben wollte ich nicht, dass man über mich lacht. Es stimmt wohl wirklich, dass in jedem guten Witz eine Schlusstragik stecken muss. Oh. Kriegen den Herzensbrecher-Witz. Oh. Was meinst du? Also ich glaube, den Witz kennst du noch gar nicht. Viel Spaß dabei, Herzschmerz zu verbreiten. Ich will aber gar nicht Herzschmerz verbreiten. No, so finde ich mit denen noch am besten. Na, wop, 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 wop. Das ist so cute, wenn er das macht. Wop, 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 wop. So, Dele. Ja, einkaufen können wir natürlich auch noch. Wir können das zumindest mal bei beim Schnäppchenmarkt vorbeischauen. Ich kann Schnäppchen auch nie wieder sagen, ohne an Schlepp und Nepp denken zu müssen. Wir kommen, ja, ja, Mann. Aha, sehr bunte Möbel hier. Eine interessante Uhr. Wir haben schon so viele Böden. Ich habe auch schon zu viele davon gekauft. Ich müsste erstmal welche verkaufen. Ich glaube, ich gehe wieder. Danke für deinen Besuch. Ey, komm mal bald wieder. Ey, du könntest auch mal was kaufen, weißt du? Ich würde mich freuen, Mann. Ja, das könnten wir auch mal wieder. Ach, was ist denn unsere Daily-Aufgabe eigentlich? Pflanzt du eine Banane oder eine Kokosnusspalme am Strand? Das können wir machen. Einen Thunfisch im Meer. Oh, wir müssen so viel angeln. Das ist doch alles nicht. Das ist doch alles. Dann machen wir jetzt erstmal einen Ausflug an den Strand am späten Abend. So schlimm ist das ja auch nicht. Ne? Wie spät haben wir es dann? Wie spät ist es los? Komm, sag mir die Uhrzeit. 18.25 Uhr. Da kann man schon mal auch an einem herbstlichen, kühleren Tag, wo ich fast auf die Grille getreten, zum Strand hinuntergehen. Und, ja, ne? Angeln. Und eine Palme pflanzen. Dass ich so ein paar Nüsse hier habe. Und dann wäre ich dafür, dass hier noch eine wachsen sollte. So. Und dann vergraben. Was ist damit erledigt? Jo, Mann, Initiative Tropengarten. So, jetzt müssen wir einen Thunfisch fangen. Ein Thunfisch ist ja doch ein kleines bisschen größer, als man so denkt. Könntest du ein Thunfisch sein? Wenn ja, dann bist du aber ein kleiner Thunfisch. Guck mal, links neben dir. No, links, nicht rechts. Das andere links. Und ich habe extra schon von ihm aus gesprochen. Jetzt ist es wieder rechts neben dir. Also, du musst dich schon rumdrehen. Och Mann, links. Was bist du denn für ein dummer Fisch? Hier, jetzt aber. Das war knapp. Und, oh, wow, das ist ein Rotfeuerfisch. Zum Glück habe ich kein Feuer gefangen. Okay, daran hätte ich mir auch die Finger verbrennen können. Ich glaube, Thunfische sind sehr viel größer, so wie der da. Oh, eine Riesenmuschelschale, ist gut. Nehme ich mit. Der hier ist ziemlich groß. Das klappt. Sehr gut. Oh nein, 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 nein. Ich hab reflexartig... Ach, komm schon, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe reflexartig... Ich weiß nicht mal warum.
Ich habe richtig gemerkt, wie die Informationsverarbeitung in meinem Gehirn nicht erfolgreich funktioniert hat. Sich regelrecht umgekehrt hat und sich gegen mich gewandt hat. So ein Schmu, so ein Schmu! Wo ist denn hier ein Thunfischmann, den ich mal angeln kann? Hier schwimmt nur ein kleiner Fisch, das kann nicht sein. Hey, du kleiner Thunfischmann, jetzt schwimm doch mal hier an das Meer heran. Huch! Pia, was hast du denn da gefunden? Oh, du bist Sally, hallo, Schätzchen. Willst du quatschen, Schätzchen? Ja, was hast du denn da für einen toten Vogel gefunden? Hat heute schon einer angebissen, Jillian? Angeln ist nicht so einfach, wie die Leute glauben. Fische sind nämlich echt schlau. Ja, oder ich bin einfach ein bisschen debil. Gulliver? Nein, Slowene, ich bin bewusstlos. Na gut, dann angel ich mal. Sieht auch nicht nach Thunfisch aus, wa? Oh, es ist spannend. Oh, es ist nur eine Klische. Oh, Fia freut sich, ist so süß. Oh. Dankeschön, eine Klische. Ich dachte, ihre Flache wäre nur ein Klischee. Na toll. Hallo, Gulliver. Nein, heute ist Feiertag. Will ich aufsehen. Hä? Au! Huch! Was ist passiert? Wo bin ich? Wo ist Gulliver? Ach, das bin ja ich. Freue mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist anscheinend Gulliver Seemann. Mann, oh Mann, mir zwitschert der Schädel. Ich muss ganz schön federn lassen. Verstehst du, wo ich ein Vogel bin? Ja, crosswitzig. Ach so, ja. Bei euch lacht man wohl nicht. Naja, ich kann dir mal meine dramatische Geschichte erzählen hier. Also die ist ja leider auch noch wahr, die tragische Geschichte, weil ich bin hier über die Reling hierher gespielt worden. Da war ein großes Seeungeheuer, nennt zwei oder acht gleich drei oder wie auch immer. Egal, auf jeden Fall kann ich mich jetzt da nicht mehr erinnern hier. Kannst du mir mal helfen? Ich brauche dringend Informationen über den Ort, zu dem ich hin muss. Du würdest doch so einem armen kleinen, wenn auch sehr männlichen Seemöwe nicht hier ins Stich lassen und sowas. Ah, super, okay. Seitdem ich in Unruhe war, habe ich niemanden getroffen, der so super war. Die waren alle so unruhig, konnte ich ja noch sagen. Also gut. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Es ist länglich. Von oben sieht es erst wie ein Stiefel. Apropos länglich, dort gibt es ganz lange Nudeln und kurze und gefüllte und überbockene. Die Hauptstadt des Landes nennt man die ewige Stadt. Oh Mann, wie heißt denn das Land nochmal? Es liegt mir auf dem Schnabel. Kannst du mir helfen? Das ist Italien. Italien? Ja, genau, nach Italien war ich. Große Mille. Vielen Dank, wie beeindruckend, wie schnell du drauf gekommen bist. Vielleicht treffe ich ja sogar noch einen Klempner. Ach, Moment, der wohnt ja ganz woanders. Aus Anerkennung schicke ich dir ein tolles Souvenir. Könnte der Warner auf was gefasst. Ach, Mario. Und eine Anspielung darauf, dass er Italiener ist und so voll gut. Er ist auch kein großer Thunfisch. Oh, bist du ein großer Thunfisch? Du bist etwas größer. Vielleicht bist du ja mein Thunfisch von vorhin. Ach, links neben dir, du dumme Nuss. Ew. Ew. Komm schon. Rechts, rechts, rechtser, viel rechtser. Rechts, 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 rechts. Dreh dich. Ja, genau hier. Nein, direkt neben dir, an dir dran. Hier. Wie blöd kann ein Fisch sein? Das war seltsam. Och, Mann, das ist schon wieder eine Klische. Nee, das ist jetzt eine Flunder. Mir ist mal platt, ey. Das ist ja gar keine Klische. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Thunfisch, wo bist du? Jetzt komm doch her. Ach, das ist ein Scherz. Jetzt beiß halt mal an. Ahorcha mal, was soll denn das? Ich raste hier gleich aus. Huch. Na, das geht jetzt aber mal schnell. Schlimm, schlimm ist das. Schlimm, schlimm. Ein Seebarsch, aber kein Thunfisch. Vielleicht findet man den, aber das siehst du auch im Meer. Hier ein Fisch im Wasser, fange einen Thunfisch im... Hab keine Lust mehr. Ich gehe mir jetzt meinen Coupon ab... Aua, kannte meinen Coupon abholen. Und wünsche euch einen wunderschönen... Aua, bin in den Baum gelaufen. Wunderschönen Tag. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal bei Animal Crossing New Leaf. Wenn unser Igelbau immer schöner wird und hübscher und größer und besser und cooler und überhaupt. Und ich hoffe doch sehr bald auf coole neue Amiibo-Karten, Mann.
Und nicht vergessen, lasst ein Däumchen nach oben da. Und wenn ihr könnt, auch einen Kommentar. Das hilft, das Video besser zu verteilen, mich zu supporten. Und ohne Support muss ich mir einen anderen Job suchen. Ich will nicht. Oder Namaste. Nee.